herzliches Willkommen zum Shortcut für die KW 13 vom 28. März bis zum 3. April 2022. Wir haben in dieser Woche auch die Sonne im Widder, Feuerenergie, Temperament. Ja? Wir haben ja Venus und Saturn, da ist man verlässlich und ja, ich sag jetzt mal routinemäßig unterwegs, auch in Beziehungen, aber weniger, naja, sagen wir mal jetzt romantisch oder so. Wir haben zu Beginn der Woche dann auch den Mond im Wassermann, dann haben wir Dienstag, Mittwoch den Mond in den Fischen, das kann schon ein bisschen gefühlvoller werden, durchaus. Wir haben danach den Mond im Widder. So, und dann am Wochenende den Mond im Stier. Okay, also ich sag jetzt mal, Ende März ist es recht routinemäßig. Und dann haben wir Neumond am 1. und Sonne und Merkur ein bisschen auf dem Ego-Trip. Ja, da haben wir dann eben auch so ein bisschen, ja, Mars und Saturn. Also wir haben ja auch Mars und Venus im Wassermann. Das bedeutet ja auch, dass man so ein bisschen sich selbst verwirklichen möchte. Auch natürlich in Beziehungen, da muss man Acht geben, dass man versöhnlich ist und auch kompromissbereit. Verlässlich ist gut, aber das reicht natürlich nicht aus, um die Liebe zu gestalten oder so. Aber Leidenschaft gehört natürlich auch dazu. Aber wir schauen uns das jetzt mal für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Ich hoffe, da ist einiges dabei für euch. Ich wünsche euch eine schöne, liebevolle Woche und dann legen wir jetzt los. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Allgemeine Legung, Shortcut für Beziehungen in dieser Woche, KW 13, 28.3. bis 3. April. Was haben wir für eine Energie für den Widder allgemein? Du ziehst dir bitte wieder das raus, was für dich persönlich hilfreich ist. Wir haben die 2 der Kelche. Das ist aufeinander zugehen, liebevoll miteinander umgehen. Das ist eine schöne Energie. Dann wollen wir natürlich wissen, was ist das Thema in Beziehungen? Was ist deine Energie? Was ist die Energie deines Gegenübers? Das gilt natürlich für Singles genauso wie für Paare. Wie geht die Woche weiter? Wie geht die Woche aus? Und welchen besonderen Hinweis noch oder wichtigen Punkt haben wir für den Widder in dieser Woche? Wir beginnen natürlich wieder mit dem Thema. Thema ist die 6 der Schwerter. Entspannung. In Beziehungen Entspannung herbeiführen. Also relaxed. Kein Stress. Sich gut vertragen, denke ich mal. Wir haben die 10 der Münzen. Stabilität und Sicherheit. Du fühlst dich sicher und ich denke auch wohl in deiner Beziehung. Auf der anderen Seite haben wir den Eremiten. Kann sein, dass dein Gegenüber mit Dingen beschäftigt ist oder sich ein Stück weit zurückzieht. Das ist auch okay, finde ich. Dann haben wir die Sonne, positive Energie, man kommt gut miteinander aus, also von dir ausgehend auch positiv. Wir haben die 4 der Schwerter, auch da Entspannung, vielleicht braucht dein Gegenüber auch ein bisschen Ruhe, ist vielleicht gestresst und braucht ein bisschen Entspannung. Und dann haben wir den Ritter der Kelche, liebevolles Entgegenkommen von deiner Seite und den Magier auf der anderen Seite. Also das ist schon sehr, sehr schön, da kann man schon viel erreichen, auch in Beziehungen. Und wir haben die 8 der Kelche, neue Wege gehen. Vielleicht gemeinsam in der Beziehung und dass man aufeinander ein Stück weit zugeht. 2 der Kelche ist ja auch, man ist offen. Wir haben ja im Hintergrund die Wassermann-Energie, dass jeder auch so ein bisschen seine eigenen Dinge tun kann. Also es geht, eine Intensivierung der Beziehung liegt an, trotzdem man sich eben Freiheiten gönnt oder jeder auch so ein Stück weit seiner Wege geht. Ich denke, es geht darum, positiv aufeinander zuzugehen, offen zu sein, wenn der eine oder der andere was möchte. Und liebevoll von deiner Seite finde ich großartig, der Magier Manifestation, also die Beziehung kann sich vertiefen. Wenn du Single bist, natürlich jemanden kennenlernen, das ist vielleicht noch so ein bisschen auf Distanz, kann sich aber entwickeln. Ja, dann wünsche ich dir natürlich eine schöne Woche, lieber Widder. Viel Erfolg und wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da. Bis bald. Musik